Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ride 2. Heute geht es mit einem neuen Motorrad weiter, nämlich der Yamaha MT-09 aus dem Jahre 2014. Und das Teil kaufen wir uns für unsere neue Rennserie, wo das Ding hoffentlich mit am stärksten sein wird. Es hat einen ziemlich guten Beschleunigungswert. Insofern bin ich guter Dinge, dass wir hier ziemlich stark dabei sein werden. 468 Leistungspunkte haben wir, bis 470 dürfen wir tunen. Das bedeutet für mich so ein bisschen, dass ich zum einen die Federung ein bisschen anpassen könnte, denn die bringt uns allgemein keine Leistungspunkte, aber trotzdem verbessert sich das Fahrverhalten deutlich. Und darüber hinaus könnten wir hier, wir könnten den Motor verbessern. Vielleicht was beim Luftfilter, wobei das würde schon ein bisschen zu viel bringen. Die ECU, auch schon zu viel. Der Auspuff vielleicht. Irgendeiner, der nicht ganz so effizient ist? Nö, auch nicht. Gut, dann packe meinen Koffer und nehme mit einen Quickshifter. Auch nicht. Dann nehmen wir eine Kette mit. Okay, gut. So, dann hätten wir bei den Bremsen. Eventuell neue Bremsklötze bringen auch schon zu viel. Meine Güte, was ist denn hier los? Das Teil hat unglaublich viel... Das Teil ist viel zu schnell. Beziehungsweise es verbessert sich zu sehr mit den Verbesserungen. Ha. Bremssättel genau nicht. Okay, gut. Ich würde sagen, 468 ist trotzdem ein sehr guter Wert. Mit dem kann man fahren. Und deswegen würde ich sagen, starten wir in die nächste Rennserie ein. Und, ich habe vergessen, die Spiegel und Scheinwerfer, also Blinker und so zu entfernen. Scheinwerfer... Könnte man auch entfernen, ja. Würde ein bisschen Elektronik sparen, ein bisschen Gewicht sparen, aber nö. Blinker waren definitiv damit gemeint. So, und damit geht's los. Oh oh. Ja, nicht das beste Kurvenverhalten, aber dafür auf der Geraden schnell sein, das ist das Wichtigste. Ja, der vor mir fährt ein Triumph, glaube ich, also neben mir der. Der ist auch ziemlich schnell, vor allem kannst du da ein bisschen Leistungstuning reinbauen. Damit dürfte der vergleichbare Beschleunigungswerte haben. So, sehr schön. Wir kommen näher. Die Pace stimmt also. Auch heute nehmen wir wieder in 1440p auf. Ich schaue mal, ob ich das alles auch in 1440p render, denn im Moment ist es halt so, dass ich... Ich habe ja einen neuen Rechner, der mir das auch ein bisschen ermöglicht, durch die ganze Grafikkartengeschichte und so weiter und so fort, dass ich jetzt eine neue Grafikkarte, einen neuen Prozessor habe und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, ich weiß nicht, ob es von den Renderzeiten her passt wieder, weil mit 1080p hatte ich mit dem alten Rechner Probleme. Jetzt muss ich quasi die doppelte Auflösung fast. Okay, bin einfach vorbei, easy. Jetzt muss ich quasi die doppelte Auflösung hier rendern. Und das halt... Ja, mit einem etwa doppelt so schnellen PC, was Rendering betrifft. Und das heißt, ich käme auf die alten Zeiten in etwa. Ich kann auch den alten PC noch nutzen, das werde ich auch definitiv machen für ein paar Aufnahmen, aber... Wie gesagt, wenn jetzt nicht alles in 1440p kommt, dann wisst ihr, dass es auch zeitliche Gründe hat. Aber gut, das nur mal am Rand angesprochen. Ansonsten sind wir hier gerade super dabei. Gefällt mir das Teil. Damit sind wir hier schön schnell in den Kurven beim Eingang sehr stark. Aber allgemein in der Kurve hast du ein bisschen Untersteuern. Vom Gefühl her ist es nicht so geil. Ich mag Untersteuern nicht. Aber das ist so ein bisschen der Kompromiss, den man eingehen muss, wenn du ein
starkes Motorrad willst, was die Beschleunigung betrifft, da musst du halt in den Kurven ein bisschen was einbüßen. Und wie wir schmerzlich erfahren mussten, muss man hier größtenteils halt wirklich auf die Beschleunigung setzen. So. Ich komme auch gerade so, was die Credits angeht, über die Runden. Also das ist auch schon recht happig gestaltet alles. Ist ja auch so bei Ride 2 vergleichbar zu Sebastian Lebrelli Evo, da gab es einen ähnlichen Karrieremodus, dass du, wenn du ein Event zum ersten Mal gewinnst, dass du da mehr Credits bekommst, als wenn du ein zweites Mal dort gewinnst. Also wenn du das zweite Mal da gewinnst, dann hast du irgendwie ein Fünftel der Credits, glaube ich. Wir können das ja mal gleich beobachten. Das ist auf jeden Fall eine sehr entspannte Fahrt gerade. Ach, ich finde die Ortschaften hier echt idyllisch. Das ist echt schon sehr, sehr geil gemacht. Und jemand konnte mir auch, vielen Dank an der Stelle für den Kommentar, bestätigen, dass es in 1080p auch besser aussieht, dann, wenn man das guckt. Das freut mich wirklich, dass die erhöhte Bitrate dann auch zu einer besseren Bildqualität führt. Dass man da auch auf 1080p dementsprechend ein etwas schöneres optisches Erlebnis hat. Und da kommt jetzt der Drittplatzierte, ich glaube im Triumph, näher zu der Yamaha, vermute ich mal, die da hinter uns jetzt ist. Wir sind zwar immer noch sehr deutlich ganz vorne, aber das würde so ein bisschen bedeuten, dass ich mich doch hätte umentscheiden sollen oder können. Sagen wir mal können. Solange wir das Rennen hier trotzdem... Uiuiuiui, ganz knapp die Sache. Solange wir das Rennen hier trotzdem gewinnen, ist es ja immer noch so ein Ding. Alles im Bereich des Grünen. Mittlerweile ist der Vorsprung doch schon recht groß. Ich glaube, da ist der Drittplatzierte aktuell von der Pace her schneller als der Zweite, aber kann es nicht umsetzen, da Roux, der Franzose, sich da ziemlich wacker hält auf dem zweiten Platz. Jawohl. Ja, die erste 180-Grad-Kurve hat sich doch sehr gut angefühlt. Da konnte ich sehr, sehr früh wieder raus beschleunigen. Das hat sich sehr, sehr... Das war sehr angenehm. Fast hätte ich mich wieder erholt. Die zweite war dann eher nicht so geil. Deswegen auch das Jawohl am Anfang und danach war ich plötzlich still. Und auch der letzte Kurvenausgang passt nicht ganz so gut, aber trotzdem sind wir hier ganz schön schnell gewesen. Und das ist der Sieg und wir kriegen 5000 Credits, das war im Kopf behalten, ja, für die Thematik, die ich gerade angesprochen hatte. Und wir sehen tatsächlich eine Yamaha und dahinter nicht die Triumph Street Triple, sondern eine Honda VFR 57R, die hier scheinbar doch ein Ticken stärker sein soll als die Yamaha. Ich beschwere mich nicht, ich bin zufrieden mit dem Teil. Fühlt sich gut an, ein bisschen träge ist das Motorrad dann schon. Aber gut, Hauptsache, es ist ein bisschen wendig und hier seht ihr übrigens 1500 Credits und 1500 Ruf maximal. Hier gibt es 5000. Track Day, das fand ich letztes Mal sehr geil, das war eine sehr gelungene Abwechslung. Mache ich auch gerne jetzt nochmal. So, und wir schauen uns ganz kurz nochmal, bevor wir starten, erstmal hier die Yamaha, 468 Punkte auch so. Recht günstiger Preis und ein guter Beschleunigungswert, da habe ich gedacht, das ist ein guter Deal. Ansonsten hatten wir hier die... War das jetzt die... Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, war das die Street Triple R oder RX?
Aber die unterscheiden sich in gar nichts, ne? Halt nur vom Jahr und ein bisschen vom Optischen her, okay, aber auch nicht großartig. Sondern hier haben wir die Honda. 6,2 sogar nur in Beschleunigung. Okay, also das ist wirklich das erste Motorrad, was ich gerade sehe mit dieser Pace, was sich hauptsächlich durch das Kurvenverhalten gegen ein etwas besseres durchsetzen kann. In diesem Fall gegen die Yamaha. So, es war die Honda, ja. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Weil hier heißt die Yamaha jetzt fast genauso. Nee, das war definitiv... Ja, das war die Honda. So, ganz kurz nochmal das Motorrad anpassen. So. Denn ich höre natürlich auf die Zuschauerwünsche, lese die Kommentare alle mit. Wie gesagt, auch wenn ich dann nicht so häufig antworte, da finde ich es halt echt angenehmer, so ein bisschen auch im Video drauf einzugehen. Zum einen, ja, weil man das im Video ja zum Beispiel in so ein 10-Sekunden-Fenster reinpacken kann, wo man gerade nicht weiß, was man sagen soll. Ja, da kann man irgendwie kurz mal auf einen Kommentar auch eingehen, das dann auch sinnvoll machen, also die 10 Sekunden sinnvoll gestalten. Und im Endeffekt ist es auch so eine Sache, wenn jemand irgendwie unter einem Kommentar was schreibt, dann bedeutet es ja nicht, dass er die Videos immer guckt. Und wenn er im nächsten Video dann sieht, irgendwie, ja, da hat der Dave, also sagen wir mal, er sagt, okay, der Sound vom Motorrad ist zu laut. So, dann weiß ich, okay, da gefällt einem der Sound nicht. Dann probiere ich mal, um einen halben Dezibel oder so anzupassen. Gehe im nächsten Video kurz drauf ein vielleicht und dann weiß ich, okay, wenn er da jetzt kommentiert, dann guckt er die Videos auch regelmäßig und ist niemand, der irgendwie einmal kurz reingeschnuppert hat und sich denkt, ja, jetzt gefällt mir das nicht, aber wenn alle anderen irgendwie damit d'accord sind und nur einer sich beschwert, der das nicht regelmäßig guckt, dann würde ich es ja nicht ändern. Aber wenn es einer ist, der sich halt auch regelmäßiger mit den Videos befasst, dann gehe ich kurz drauf ein und dann gibt es meistens ein Feedback. So, hey, gut, danke, dass du das gemacht hast oder so und coole Sache und so weiter und so fort. Deswegen gehe ich auch ganz gerne einfach nur in Videos auf Kommentare ein. Ich glaube, das ist eine ganz coole Methode. In Textform ist es ja auch immer so ein bisschen... Ich finde es ein bisschen lästig, immer in Textform antworten zu müssen dann. Weil das dann... Weißt du, es kostet halt zusätzlich auch noch Zeit und du musst dir jeden Kommentar raussuchen und dann ist mal die Internetverbindung weg. Ich mache das auch ganz gerne mal im Zug und jeder, der Zug fährt und auch mal durch einen Tunnel oder so fahren muss, der weiß dann auch, okay, ja, das Signal oder in so etwas ländlicheren Ortschaften, da ist das Signal halt nicht immer so gut. Und wenn du dann irgendwo unterwegs halt einen Kommentar beantworten willst und die YouTube-Seite musst neu laden, weil du kurz die Internetverbindung verloren hast, dann ist es halt schon ein bisschen nervig und da antwortest du halt einfach ganz kurz in einem Video, kurz prägnant, musst dich nicht wiederholen. Das Thema ist dann fertig, oh Gott. Und ich bin hier ganz, ganz knapp an einer sehr, sehr schlimmen Sache entkommen. So, und das ist Person Nummer 14, die wir hier überholen. Eine Runde und ein bisschen zusätzliche Zeit hat es noch gedauert. Und wir haben das Event gewonnen. Ziemlich erfolgreich. Wäre ganz geil, wenn man sich aussuchen könnte, ob man danach noch weitermachen möchte oder nicht. Das fände ich cool, weil vielleicht möchte ich irgendwie einen persönlichen Rekord aufstellen. Andererseits könnte man ja auch sagen, okay, dann knack den Rekord, wie schnell du das schaffst. Okay, Doppelrennen. Wollen wir es nochmal versuchen? Beim letzten Mal war es ja nicht ganz so erfolgreich. Vielleicht bei diesem Mal, wer weiß. Oder wir gehen hier Sierra Nevada. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Auch eine geile Sache, viele Kurse, die man so nicht kennt. Ja, also ich habe am Anfang mich ja sehr, sehr erfreut darüber gezeigt, dass es Manicur gibt. Bin ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht gefahren. Aber ich finde es halt geil, dass es auch so viele Strecken gibt, wo du nicht irgendwie sagst, ja, da bin ich jetzt schon 1000-mal gewesen oder so. Ich weiß auch nicht, ob es Fantasiestrecken sind oder ob es die auch in echt so gibt. Ich bin mir sicher, irgendwo gibt es diese Straßenkombination definitiv. Auch diese hier jetzt. Aber ich finde es halt einfach cool, dass man sich da Gedanken macht, auch eine etwas andere Streckenauswahl anzubieten. Auch wenn ein paar Rennstrecken definitiv nicht fehlen sollten.
Aber die sind ja auch dabei. So, jetzt haben wir hier viele Yamahas. Vor mir eine, hinter mir eine direkt. Und ich glaube, der Führende, das kann ich nicht ganz erkennen aus dieser Position. Ich glaube, der fährt auch eine. Oh, Vorsicht. Williams lässt sich da auch kurz ein bisschen weiter raustragen. Boah, Alter, ey. Super eng hier. Also hier scheint wirklich Yamaha-Land vorzuherrschen. Und die zwei vorne battlen sich immer noch. Also wenn man da weiter entfernt ist, dann ist es natürlich super, weil die beiden verlieren dann ein bisschen Zeit dadurch, du kommst näher, aber wenn du so unmittelbar hinten dran bist und theoretisch eine Angriffschance hättest, warum auch immer ich gerade im Sechsten die ganze Zeit war. Wenn du unmittelbar hinter denen bist und eine theoretische Angriffschance hast, dann ist es natürlich blöd, wenn da zwei nebeneinander sind, weil da durch die Strecke, die Breite, auf der du überholen kannst, ein bisschen schmaler wird. Wodurch sich weniger Möglichkeiten für dich ergeben. Oh Mann, da ist einer mit Windschatten extrem schnell gewesen. Warum sehe ich seinen Namen nicht? Fährt aber, glaube ich, auch eine Yamaha. Der war ein Leistungsupgrade oder warum war der gerade so schnell? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur der Windschatten war. Egal. Williams mittlerweile in Führung. Boah, das ist eine geile Sache hier vorne, ne? 3-4 Kampf und vielleicht manchmal sogar ein 5 Kampf, wenn da noch einer drankommen sollte. Und wir überholen hier außen. Super Sache. Jetzt waren wir nicht zwei nebeneinander und wir konnten hier die Chance nutzen. Und damit gehen wir in Führung. So, und hier wieder dieses schöne Geschlängel, was gleich kommt. Oh shit. Da habe ich dich zu weit raustragen lassen. Ah, das könnte für die nächsten Kurven meinen Untergang bedeuten. Wobei, hier kannst du kaum überholen eigentlich. Er probiert es trotzdem. Alter, jetzt beruhig dich mal. Fährt mir voll auf den Hinterreifen. Okay, ist eine knappe Sache. Jetzt bin ich auf der Geraden mal ein bisschen schneller. Na gut, das zieht sich natürlich so ein bisschen immer auseinander. Da ist der Harmonika-Effekt. In den Kurven sind die näher dran. Auf der Geraden vom Meterabstand ein bisschen weiter weg. Natürlich. Aber ich glaube, ich bin auch, was die Zeit angeht, ein bisschen weg jetzt. Also jetzt definitiv. 1,1 Sekunden der Vorsprung. Der erste Sektor war auch ziemlich gut. So, jetzt kann ich die Kurve mal so fahren, wie es auch gedacht ist. Habe mich da jetzt nicht verbremst. Und mich dadurch in eine extrem gefährliche Situation gebracht. Und da sieht man, plötzlich sieht es zeitlich ziemlich gut aus. Also, Hammersache. Ich überlege indes, ob ich das automatische Ducken wieder aktivieren soll, weil im Prinzip ist es ja keine größere Herausforderung, wie ich finde, wenn du einfach eine Taste die ganze Zeit quasi gedrückt halten musst auf der Geraden. Aber es ist halt so ein bisschen lästig, wie ich finde, weil, weißt du, es ist so, als ob du, also du musst ja ohnehin den rechten Trigger gedrückt halten,
Und wenn du dann noch eine zusätzliche Taste drücken musst, dann finde ich das so ein bisschen störend. Ist halt irgendwann unangenehm und du hast am Ende einen fetten Abdruck auf deinem Daumen von der Taste, die du die ganze Zeit gedrückt hast. In dem Fall ist es Y auf dem Xbox-Controller, den ich hier benutze auf dem PC. Ich bin übrigens gespannt drauf, wie es dann mit der PS4 Pro aussieht. Du kannst ja dann mit einer höheren Framerate in 1080p zocken oder du wählst 4K mit einer niedrigeren Framerate aus, also mit 30 wahrscheinlich dann. Hoffentlich kann die PS4 Pro, aber also ich sag's mal so, rein von den technischen Daten her sieht's nicht so aus, als ob das Ding auch nur 1440p flüssig in 30 FPS wiedergeben könnte, weil sie ist nicht mal deutlich stärker als die PS4, also nicht so deutlich, dass sie das schaffen könnte, die doppelte Auflösung bei gleicher Framerate. Und selbst wenn es die gleiche Framerate ist, es gab unzählige Spiele, wo die Konsolenfassung die 30 FPS auch nicht halten konnten. Und ich finde, es ist mega störend, wenn du nicht mal die 30 Frames pro Sekunde halten kannst. Ja, da finde ich es echt viel geiler, wenn du wenigstens die 60 FPS hältst. Und ich wäre dann so jemand, die PS4 Pro schafft sowieso kein natives 4K. Also das ist dann 1440p meistens, was dann irgendwie hochgescaled wird. Ja, also es wird einfach hochskaliert, als würdet ihr jetzt quasi das Bild nehmen, was ihr seht, und ihr versucht irgendwie doppelt so viele Pixel reinzubringen. Dann würdet ihr es quasi ausstrecken, das Bild sozusagen. Erstmal würdet ihr, also ihr würdet es ausstrecken und in den Zwischenräumen würdet ihr irgendwie erraten müssen, was für Pixel dazwischen stecken. Und ich bin da so ein bisschen kritisch dem gegenüber. Natives 4K sieht halt wesentlich geiler noch aus als so ein hochskaliertes 4K. Und dass man jetzt unbedingt auf diesen 4K-Zug aufspringen möchte. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch von der PS4 Pro keine 4K-Videos machen werde. Da gibt es auch, glaube ich, keine passenden Capture Cards zu bis jetzt. Ich habe eine, die 1080p 60 schaffen kann dort. Ansonsten ja, würde ich wahrscheinlich bei der PS4 Pro immer den 1080p 60 FPS Modus nehmen. Also Framerate ist mir echt wichtig, was sowas angeht. Und ich könnte auch Ride 2 zum Beispiel in 4K spielen, tue ich nicht, weil die Bildrate dann total instabil ist. Wo ich dann auch so ein bisschen fast allen Entwicklern einen Vorwurf machen kann, inklusive denen von Ride 2 im Vergleich zu den Leuten von DICE bei EA. Denn Battlefield 1 ist so ziemlich das einzige aktuelle Spiel, was ich in 4K und 60 FPS flüssig spielen kann. Also Battlefield 1 lief bei mir, obwohl es nicht mal eine richtige 4K-Grafikkarte ist. Es ist eine 1070, die schafft 4K, aber nicht bei vielen Spielen. Battlefield 1 lief bei mir immer zwischen 55 und 60. Manchmal gab es einen Drop zu 50 und einen ganz, ganz kurzen zu 48. Das ist eine Hammer-Sache. Zum Beispiel F1 2016 sieht grafisch wesentlich schwächer aus. Genau wie Ride 2. Eigentlich ist Battlefield 1 so ziemlich die Messlatte. Und die Games schaffen halt nicht 4K mit 60 FPS. Was sie dann eigentlich schaffen sollten, wenn sie deutlich schwächer aussehen als Battlefield 1. Und außerdem hat Battlefield 1 teilweise offene, große Areale, megamäßige Explosionen. Dafür keine so große KI, die jetzt irgendwie berechnet werden muss, aber ich glaube, das ist eher so ein RAM-CPU-Ding als ein wirkliches Grafikkartenproblem. Und RAM und CPU habe ich ohnehin ohne Ende, ja, fürs Rendern. Insofern finde ich es ein bisschen schade, dass viele Entwickler die Spiele nicht so optimiert haben, dass du wirklich 4K 60 FPS jetzt schon spielen kannst. Ansonsten wäre ich sowas von dabei, nur noch 4K-Videos zu produzieren. Also da wäre ich wahrscheinlich der Erste, der auf diesen Zug aufspringen würde und richtig Bock drauf hätte, weil es sieht schon atemberaubend aus. 1440 sieht aber auch schon super aus und das merkt man immer wieder. Die Kanten sind sehr, sehr viel glatter. Aber was mich so ein bisschen verwundert hat, 1440p mit Kantenglättung sieht meines Erachtens nach deutlich besser aus als 4K ohne Kantenglättung. Wird ja immer gesagt, bei 4K brauchst du keine, finde ich schon. Also jetzt, wo ich einen eigenen Monitor auch habe, der das dann leisten kann,
muss ich echt sagen, oder darstellen kann, muss ich echt sagen, Kantenglättung muss eigentlich auch bei 4K sein. Vielleicht sieht 1080p mit 60f, vielleicht sieht 1080p mit Kantenglättung nicht ganz so gut aus wie 1440 ohne. Aber 1440 mit sieht besser aus als 4K ohne. So. Insofern, Kantenglättung wird sich wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht vermeiden lassen. Zumindest bei den aktuellen Games, die ich ausgetestet habe, da ist es halt so. Aber gut, ich bin auf jeden Fall froh, euch das Ganze hier in einer besseren Qualität bieten zu können. Wie gesagt, ich würde gerne auf noch eine Stufe höher gehen. Aber das würde auch vor allem fürs Rendern viel zu lange dauern. Also ich war jetzt beim Status, dass ich irgendwie eine Stunde pro Video Bearbeitung brauche, pro Render-Prozess. Jetzt mittlerweile bei 1440 brauchst du ein bisschen mehr als das Doppelte. Ja, also so 2,5 Stunden fast schon. Damit bin ich bei den Zahlen, die ich vor dem neuen PC hatte, für 1080p. Da hätte ich bedeutend früher beschleunigen können eigentlich, aber die Ideallinie hat was anderes gesagt. Und 4K wäre halt nochmal mehr als das Doppelte. Also da würde ich 5 Stunden für ein Video brauchen. Und das wäre halt wirklich ein Overkill. Ich kann ja auch nicht den ganzen Tag aufnehmen oder rendern oder schneiden. Über Nacht ginge das schon irgendwie, aber muss man halt auch überlegen. Da gibt es Tage, an denen du 3, 4 Videos machst und dann bist du direkt schon irgendwie dabei, den ganzen Tag zu rendern. 24 Stunden durch. So, ich finde die Ortschaft hier ganz angenehm. Das ist echt wunderschön, auch hier. Es sollte in Italien sein, glaube ich, oder? Ich habe die Strecke in Italien, glaube ich, ausgewählt. Auch der Vorsprung sehr komfortabel. Also, bis jetzt hat sich das wirklich bewährt mit dem Beschleunigungswert als Gradmesser und der Höchstgeschwindigkeit als Hilfestellung zusätzliche. Wie gesagt, wenn ihr Ride 2 kaufen möchtet, dann solltet ihr ebenfalls nach dem Credo gehen. Und wenn ihr irgendwelche Motorräder habt, die nicht in dieses Muster passen, aber die ihr trotzdem sehr gerne mögt, dann würde ich trotzdem erstmal schauen, dass ich mir die Teile hole, mit denen ihr in der Karriere erfolgreich seid, weil dadurch bekommt man die Kohle und dadurch kann man am Ende die Motorräder fahren, die man möchte. So, und damit haben wir den nächsten Sieg hier mit einem kleinen Stoppie. Ich habe mich da nicht ganz getraut, habe nochmal kurz zwischendurch abgebrochen, aber hey, wir sind bei fast 25.000 Credits. Das Bike hat sich jetzt schon rentiert mit den Preisgeldern, die wir bekommen haben. Und wir sehen, ja, hinter uns wieder nur Yamahas. Die Honda, die nächstgelegene, ist über 10 Sekunden weg, war im Verkehr. 2 Bikes waren unmittelbar davor, 2 Kawasakis, 2 unterschiedliche, aber trotzdem, die Honda kam nicht vorbei. Was für mich so ein bisschen das Indiz dafür ist, dass das hier definitiv die richtige Entscheidung war. Also Leute, coole Folge, würde ich sagen. Das hat Spaß gemacht mit der Yamaha. Ein bisschen cruised hier. Und beim nächsten Mal geht es vielleicht mit einem Doppelrennen weiter. Im Regen dann. Und außerdem haben wir die Street Icons bis 500. Ich könnte da auch mit diesem Teil noch weiterfahren. Oder mal schauen, was gibt es denn da noch alles. Ja, gibt eigentlich auch sehr, sehr geile. Oh ja. Also die Ninja. Oh, also die Yamaha R6 könnte ich nutzen. Das wäre auch mal interessant. 485. 7.1 Beschleunigung. Ich könnte auch die alte Suzuki nochmal nutzen. Nee, das mache ich nicht. Moment, den habe ich. Habe ich den wirklich? Seid ihr euch sicher? Warum habe ich den dann nicht benutzt hier? Oder bin ich hier schon Rennen gefahren und weiß es selbst nicht? Nö, bin ich nicht. Okay, ich bin gerade selbst so ein bisschen überrascht. Aber ihr seht, ich habe 2 weitere Motorräder. Warum kann ich hier eigentlich bei Street Icons bis 500 nicht mein aktuelles Motorrad verwenden? Ich meine, ganz, ganz kurz.
Ach, okay, darf ich doch. Aber der hat halt 468 regulär und ist noch ein bisschen hinter der Yamaha gewesen. Ja, warte mal, den habe ich doch nicht, oder? Also hier wird er auf jeden Fall nicht aufgelistet. Was mich gerade sehr stark irritiert. Ganz, ganz kurz mal. Ah, doch, ich habe ihn, aber ich habe ihn auf über 500 getrimmt. Okay, gut, dann ist es logisch, warum ich nicht mitfahren kann. Ja, okay, dann ist es klar. Ja. Aber gut zu wissen, dass ich da doch vier Motorräder theoretisch sogar hätte, mit denen ich mitfahren könnte. Auch die Suzuki. Die hat aber auch über 500 und trotzdem wurde die mir angezeigt. Naja, wie dem auch sei. Wie dem auch sei, also wir haben vier Motorräder, die wir da benutzen können. Bis hin zur Yamaha geht alles. Ich musste aber wieder einfach mal schauen auf den Beschleunigungswert. Und da sieht aktuell die Suzuki mit am stärksten aus. Auch wenn die Yamaha auch hochschießen könnte. Von 7,1, wer weiß. Bis 500 Leistungspunkte geht da ja noch was. Und hier muss man ja ein bisschen was rausrechnen bei den beiden. Denn die beiden haben hier jeweils... Ja, rund 20 Punkte zu viel. Mal gucken ganz kurz. Wohin geht die Reise mit der Yamaha? Erstmal den Motor. Bis 7,5. Das ist schon ein ganz guter Wert. Aber ich glaube, es reicht nicht ganz. Ich glaube, die anderen bleiben schon weiter vorne. Wir werden es auf jeden Fall beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr ein Ärmchen habt, lasst auch ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Ride 2. Haut rein!